Ultimo soll einen Beitrag leisten, um die emotional-sozialen Kompetenzen, gerade von Kindern, wo wir wissen, dass sie schon im Kindergartenbereich erste Verhaltensauffälligkeiten zeigen, besser zu fördern, um dann wiederum den nächsten Schritt in die Schule anzugehen, nämlich den Übergang in die Schule zu verbessern. Aus unserer Meinung, aus unserer Sicht ein wesentlicher Baustein auch zur Reduktion von Bildungsbenachteiligung. Ja, Multimo heißt multimodal. Auf den Ebenen der pädagogischen Fachkraft, auf der Ebene des Kindes, auf der Ebene der Eltern fördern. Multimo heißt auch multiprofessionell. Das heißt, wir sind ein multiprofessionell zusammengesetztes Team und arbeiten in den Einrichtungen auch mit multiprofessionellen Teams. Wir wollen mehrstufig fördern. Das bedeutet, dass wir auf 3 Stufen fördern. In dem Multimo-Kita-Projekt bedeutet das jetzt konkret, dass wir auf der ersten Stufe für alle Kinder das LUBO-Programm anbieten. Für die Kinder, denen das nicht ausgereicht hat oder wo die emotionale Kompetenz noch weiter gesteigert werden soll oder Verhaltensauffälligkeiten fortbestehen, bekommt die pädagogische Fachkraft ein Coaching-Angebot. Auf der Ebene der Eltern gibt es einen Elternabend für alle Eltern, wieder auf der untersten Stufe, und ein Elterntraining, eine Elterngruppe auf der Stufe für die Eltern, denen diese Elterninformation auf der ersten Stufe nicht ausgereicht hat. Nach Multimo Kita kommt Multimo Schule. Die Idee ist, dass wir den Übergang der Kinder verbessern wollen in die Schule hinein. Und zwar gerade diejenigen Kinder, die unter besonderem Bildungsbenachteiligung leiden, als einen Beitrag unseres Erachtens für eine gelingende Inklusion. Erste wichtige Ebene für uns bleibt natürlich das Kind. Da werden wir auf der Stufe 1 zunächst einmal ein wirksames Verfahren einsetzen, wo die Kinder spielerisch lernen, Regeln, sich an Regeln zu halten. Auf der Stufe 2, für all diejenigen Kinder, die auf diese Maßnahme noch nicht positiv angesprochen haben, würden wir ganz gerne eine tägliche Verhaltensbeurteilung adressieren. Auf Stufe 3, das schon eben eingeführte SCAP-Programm. Die Lehrkräfte bekommen ein sehr individualisiertes Coaching auf der Stufe 3, also auf der Lehrkraftebene.